Mann, was bin ich froh, ey. Ich hab echt schon gedacht, wir haben Yunobo verloren. Oder kommt er ja? Quutsch, quutsch, quutsch. Mit Loren ganz nach oben. Leute, wir kommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ja, er war bloß besessen von irgendeiner komischen Maske. Ja, die ihn von einer, ja, mysteriösen Zelda, ich vermute einfach mal Doppelgängerin, überreicht wurde. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, okay. Wir wollen jetzt anscheinend der Ursache gleich mal auf den Zahn fühlen. Und sollen dafür wohl einfach, ja, was nimmt man jetzt am besten dafür einen Weg? Das sieht jetzt so aus, ob ich einfach von Kongoronia aus hier lang gehen müsste. Das wäre aber auch so ein bisschen der alte Weg, ne? Wie früher. Ey, und um den ganzen Berg führen ja jetzt Loren. Das ist ja krass. Oh, Feige jetzt mit. Oh, Feige jetzt hier also als quasi Quest zum Tempel. Die wir bei, ja, bei Tulin mussten wir jetzt komisch so hochfliegen. Feige hier mit dem Yunobo hier den ganzen Berg hoch. In so richtig lange und richtig in so einer kreisenden Position. Ey, das wird ja geil. Und dann halt natürlich hier rin, in dem große Tiefe. Aber okay, wir gucken erstmal. Ich kann mir auch vorstellen, dass, ja, wir einfach hier erstmal rinfahren. Das wird ja auch ein Tunnel sein. Ja, wir müssen gucken, Leute, einfach mal gucken. Aber guck mal, ey, hier ist ja nicht nur eine Echse, es sind so ja zwei Echsen. Leute, was ist hier passiert? Ey, wir werden hier irgendwann später noch so viel entdecken. Das ist schon ja nicht mehr feierbar, weil das ist ja die ganze Lava ist weg. Ja, wo dippst du selbst einfach alles wieder? So, erstmal wieder zurück, Juno, boom, wir müssen gucken. Ich finde die Goron-Dorfmusik hier so lustig, ey. Weil ja gerade noch alles so ein bisschen im Argen ist, ne? Und ja, die Musik klingt einfach so. Ja, sind die alle komplett zugekifft? Tschüss, Yunobo. Wow. Ach, krass. Okay, wir werden also so dann hochfahren und den richtig schön benutzen, um immer durch die Gegend zu ballern. Das ist ja cool. So, wir wollen aber hier unten rein. Hier unten lang, Yunobo. Wow. So, wo bist du denn? Komm mal wieder zurück. So, das ist jetzt kein Teleporter. Kein Windding. Ja, okay, wollte mir selber eins. So, das, da kommt ja was, da kommt ja was. Schön, das haben wir ja gesehen. So, was ist hier dran? Was ist denn, warum ist hier so komisch gerast? Warum ist hier so komisch angerast gekommen? Ich weiß es nicht. Lobo, kannst du damit irgendwie. Fährt das irgendwie von alleine los? Hallo? Nö. Nö, okay, dann, warte, dann. Was zum. Wieso kommen die Dinger hier alle angeflogen? Warum fahren die von alleine? Ach Mann, ey. Vielleicht wegen der Hitze oder so. Ich weiß ja auch nicht, ich bin kein Chemiker. Ne, wie Metall auf Hitze reagiert, wenn sich irgendwas ausdehnt, immer. Ne, man kann es ja nicht wissen. So, aber ich würde auch gerne noch mal kurz reden mit den Leuten, ne? Das so nach dem Motto, ey, guck mal hier, Ältester. Yunobo, er war nur besessen, das interessiert doch bestimmt. Ich gehe mal eins kurz fragen, ja? Dann hole ich mir noch gleich einen Ausdauercontainer. Ja, das passt doch alles. Ey, die Musik, ey. Naja, ich freue mich schon, wenn später alles wieder, ja, die normale, gewohnte Goron-Mucke ist. Nicht so der zugekiffte Ambiente hier. So, wo ist denn der Häuptling? Häuptling, es war alles ein Riesenmissverständnis, war ja klar, die Jugend ist doch nicht so verkorkst. Ich wollte es auch nicht glauben. Oh, die Jugend von heute. Mensch, ist alles cool. Aber was für ein Frechdachs. Da war ja mal ein kleines Ängste. Okay, da haben wir schon gehört. Wir haben ihn doch schon gerettet, Mann. Die Schlemmsteine, ja, ja. Was für wie jetzt verändert. Hm? Tja, mit den jungen Leuten hier ist nichts mehr los, seitdem Yunobo Schlemmstein. Ja, das haben wir doch schon. Ja, aber die sitzen den ganzen Tag nur rum. Manche lügen und betrügen sogar alles voll fies. Oh, mein Rücken. Okay, ich dachte, die Sache noch irgendwas. Alter. Moment mal, Yunobo, du hier! Okay, alles klar, auch geil. Ohne diese scheußliche Maske habe ich dich fast nicht erkannt. Verdammt. Wo steht denn Yunobo? Aber auch wenn du wieder zum Verstand gekommen bist, hat sich an unseren üblen Lage nichts mehr geändert. Okay, gut, also er hat ihn gerade. Alles klar. So, da wollte ich nochmal wissen, weil das ist immer so schön, dass sie da daran so bedenken, ne? Dass sie da so schön einführen, von wegen, ja, der ist jetzt gerade wieder hier, alles ist cool. So, wo stand denn jetzt die Statue? Die war, glaube ich, rein aus der Erinnerung zu wissen, stand. Ja, da ist sie doch schon. Genau, vor dem Häuptling. Vor dem Häuptling, da war alles. So. Einmal ganz kurz einen Ausdauercontainer, bitte gönnen. Oh. Ja, wenn du willst du denn? Ich erbitte Ausdauer. Bist du ganz sicher? Ja. Ho, cool, Stup. So gefällt mir das. Boah, buch. So, dann noch einmal, hol ich mir nochmal. Und ich, wie gesagt, ich mache erstmal jetzt zwei Ringe wirklich voll. Tada! Tut. Ja, fehlen noch drei Stück. Dann ist uns wieder ausgerechnet, der macht so viel aus schon. Bringen ihm Frieden zurück in die Welt. Ja, mit Yunobos Hilfe. Komm, mein Großer, let's go.
Doch, 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 doch. Mensch, Yonobo, ich hätte ja nicht gedacht, dass du mal so richtig so ein Businessman wirst. Unternehmensgründung und so was alles. Hast du genauso wie ich auch BWL studiert oder so? Dann sind wir richtig jetzt Best Buddies, ey. Unternehmensgründerkumpels. Ja. Na, wobei, ich habe mich entschieden, YouTuber zu werden, ne? Ja, vielleicht ist so ein Bauunternehmen, was allen hilft, ist da vielleicht ein bisschen die coolere Wahl. Kann man, ich respektiere das sehr. Ja, ich wollte einfach den ganzen Tag nur zocken. Verstehst du, Yonobo? Weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste mich hier rechtfertigen. So. Yonobo hat noch seinen ganzen Volk geholfen, ne? Dass die wieder richtig schön hier schachern können mit allen in die Edelstadt. Und ach man, ey, der ist so edel. Ja, ja, da kommt man ins Grübeln, ne? Und warte mal, ich. Tja. Tja, ja. So. Dafür ist meine Stimme nicht so peinlich wie seine. So. Jetzt machen wir mal hier richtig ein auf. Ja, auf gucken, was da jetzt passiert. Ich denke mal, ich muss einfach die Schiene fahren. Und hoffe, dass Yonobo nicht gleich hier komplett die ganze Zeit am Schießen ist. Los! Okay. Das ist mega witzig. Ich schieß mal die da unten ab. Alter, wie die da langlaufen. Hilfe. Ey, was war denn mal so ein Riesenmonster, das ein Riesenschädel ist? Oder ist das einfach bloß... Ist bestimmt einfach bloß von Boblins in Stein gekarft. Boah, cool. Die kann ich andauernd und endlich benutzen. Das ist sehr, sehr schön. So, da ist auf jeden Fall Rauch, ne? Vielleicht können wir da ein paar Zwischeninfos holen. Darum ist auch wieder ein Schrein. Ja, sehr gut. Für Ausdauer. Ey, das ist wirklich komplett alles erstarrte Lava. Da, wie sie auch schon gesagt haben, neue Wege sind entstanden. Man muss mal gucken. Okay, es führt hier aber tatsächlich doch nicht in den Berg rein. Hoppala. So. Komm runter da. Zack. Ausmache erstmal Batterie sparen. Hallo? Loren und Schlemmsteine kann man beide nicht aufhalten. Will ich auch gar nicht. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich in Motta in letzter Zeit gar nicht mehr gesehen. Motta? Er sollte eigentlich in der Mine arbeiten, aber ich sehe ihn nicht mal in der Mittagspause. Andererseits werde ich mich nicht beschweren, wenn mir einer weniger meine Schlemmsteine streitig macht. Oh, geil, ey. Ich bin so stoned. Okay, komm, Yonobo, dann gehen wir mal da reingucken. Ey, da sind ganz viele Räder da unten. Was haben die denn da gebaut? Der kriegt aus denen ja einen Strauß. Westbaustelle am Todesberg. Boah, hier ist richtig so ein Auto, ein fertiges Auto. Na, Mann. Ich grabe, bekifft darf ich kein Auto fahren. Ich grabe so viel ich muss, solange ich dabei Schlemmerscheine finde. Aber egal wie viel ich grabe, ich finde nur Dinge, aus denen ich nicht schlau werde. Und die schmecken auch nicht mal. Mein Gaumen wünscht sich Schlemmersteine. Komm, wir nehmen mal so ein Auto hier mit. So, ich habe ja so ein Ding schon mal von einem Stall gesehen. Na, ich weiß ja nicht, wie man hiermit jetzt... So, was ist denn das? Ich will das erstmal mal ausprobieren. So, was ist denn das hier? Steuern, ne? Ja. Boah, da ist ein Drache! Leute, da ist ein Dragon! Alter, jetzt geht's los! Okay, toll, nur so eine Dinger da drin. Leute, da ist ein Drache! Da komm ich doch niemals hin! Ich will zu meinem Freund Graf rüberfahren! Sorry. Kann irgendwie auch nicht schneller fahren, geht nicht. Ey, das ist ja so witzig, ey. Ich krieg jetzt schon richtig mit, was ich machen muss mit ihm. Mit ihm zusammen, denn. So, wo ist der Drache? Da ist der Drache. Ja, was macht der denn, der Drache? Ja, da komme ich auch nicht hin. Der ist so weit weg und dann bin ich ganz woanders. Aber das ist dieser typische Drache, der einfach hier um Feuerwerk immer rumfliegt. Soll ich ihn abballern? Dann krieg ich bestimmt wieder so eine schöne Schuppe von ihm und so. Ey, wie langsam er fliegt. Ja, der ist so weit weg. Nee, der ist so weit weg. Ich werde irgendwann, ne, mal gucken, ob es bei den Drachen irgendwie noch eine neuere Bewandtnis gibt. Vielleicht hören die auch ein bisschen was anderes inzwischen. Na, damals, ne, Krallen, Schuppen und irgendwie, Hörner konnte man bei denen richtig schön ergattern. So, dann lasse ich mal mein Auto weg. Ich werde es bereuen, obwohl, nee, ich will mein Auto wieder haben. Das Auto... So. So, schön hier mit Offroad-Antrieb, Alter, yeah. Die sind doch scheiße. Zu tief gelegt. Das ist das Problem mit tiefer gelegten Autos. So, Yonobo, jetzt aber. Ja, dass Yonobo auch gleich von Anfang an so sich denkt, von wie, ja, ich mach hier mit. Oh, Mensch, okay, wo willst du denn hin, Kleiner? Dich können wir ja mitnehmen auf dem Auto. Mann, ey, scheiße. Also, ups, ist er jetzt, hat er jetzt Angst? So, jetzt sprechen, alles klar. Ich will zu meinem Freund, Mann, ich hab so eine Kack. Boah, der ist hinten? Wo sieht's aus, als würde er mich im Rauchsignal lotsen? Ja, okay, dann. Na komm, wenn ich ein Auto hab, ne, dann können wir das einfach mal so machen. So, hier festkleben. Schön am Auspuff. So, hui. Ist ja sogar so ein Flug. So ein Flugpanel-Ding. Ach, man, wir haben alles gefunden, ey, aber irgendwie auch nicht. Ja, okay, ich glaube, ich soll hier eigentlich mit einer Schiene rüberfahren.
und den Kleinen dahin bringen, aber ach, was soll's. Was ist denn da wieder so ein Hirsch? Warum verirren sich hier eigentlich Hirsche hin? Er hat doch nur, trage ich den Rest. Boah, das sind wirklich heiße Quellen, da kann ich doch bestimmt wieder ein bisschen chillen. Okay, warte, wir müssen mal schnell abbiegen hier, sonst hänge ich gleich wieder fest. So, und durchs Wasser. Die Batterie hält so lange. Ja, das macht Spaß. Davon erzähl ich meinem Freund. Ja, macht das. Macht das mal. So, wir gehen mal dann einfach in die Höhle rein. Denn wir folgen ja allen so ein bisschen die Ziele, was uns hier immer so sagen, oder die ganzen Personen, die wir treffen. Ah, so, ist doch geil, Mann. Wir sind doch schon da. So, mein Freund, mein kleiner Kumpel, hm? Freust du dich jetzt, oder wie, oder was? Hoppala. Erstmal wieder, ja, nicht hier klarkommen. So, runter da. Hier, Mann, verlieren die schon wieder. Doch, endlich. So, gib mir eure zwei komischen Kothaufen. Oh, danke, du bist der beste Freund. Zwei Batzen wieder, sehr schön. Ja, war mal Ronusse. Wir machen eh wieder einen Zwischenstopp nach dem Tempel hier. Schön in der Spähposten-Hauptquartierabteilung. So, jetzt auch irgendwie keinen Bock hier mit dem Ding zurückzufahren. Ich bin zu langsam dafür. Hey, Lobo, kann man nicht zusammen rollen? Wieso, du bist doch als Corona mega schnell. Hm. Guck, jetzt bin ich hier in diesem komischen Lurchteich hier drin. Oder dieser Löschechsenteich. Heißt der bestimmt. Ah, naja, ich muss erstmal gucken. Wird bestimmt immer mit einer Quest zusammenhängen. Oder so, von wegen irgendwie, ja, hast du schon mal gehört das? Und oh, und wo die beiden Augen sich kreuzen oder so, da kann ich mir richtig vorstellen. Klar, guck mal, wenn die Karte, ja, da, man sagt, da, wo die beiden Lurche, wo die hingucken, da ist irgendwas. Und dann ist genau hier, ist da irgendwas, Leute. Und dann hier. Na, so waren damals auch im Breath of the Wild die Rätsel so ein bisschen. Oder allgemein hat man schon viele Videospiele gezockt und da kann man sich sowas immer schon vorstellen. So, also, hier sind wir kurz hingestiegen. Oh, sieht schon geil aus. Mit der Lava. Oh Gott, ich werde da so viel noch entdecken müssen. Und so viel angucken müssen. Aber erstmal ein bisschen Story, ne? Der Todesberg ist ja allgemein so riesig. Denn das ganze Spiel ist riesig. Was rede ich da? Ich werde einfach für immer hier das Spiel spielen. Doch. Ah, gut, Auto ist wieder da. Sehr schön. So, guck mal, hier arbeiten. Oh, wisst ihr, guck mal, die alte Generation, die arbeitet wesentlich noch richtig, ne? Hm, wolltest du nicht zum Todesberg? Oh, bitte entschuldige, ich habe dich mit jemandem verwechselt. Es ist nicht lange her, dass sich ein blonder Hylianer wie du auf den Weg zum Todesberg gemacht hat. Also dachte ich, obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass der andere Hylianer eine Frau war. So, sagen wir nur irgendeiner irgendwas? Dass ich wirklich da jetzt rein muss? Na, mit Loren ganz nach oben. So, hallo? Ja, siehst du nicht, was gerade passiert? Ich kann nicht aufhören zu knabbern und zu sabbern, Alter. Wenn du mit den Loren fahren willst, mach doch. Aber die Lore hier fährt nur bis zum Gipfel des Todesbergs. Bloß, dass du es weißt, ne? Okay, wir einfach Pausen machen beim Essen. Okay, also dann müssen wir doch anscheinend da hochfahren. Aber den Gegner würde ich mal vorher in die Höhle gucken. Okay, ich fahre in die Höhle, ja. Junge, Junge, wenn die Goroni schon so eine schöne Infrastruktur aufgebaut haben, soll ich die auch nutzen. So, da fahre ich natürlich schon die ganzen Dingern vorbei. Also auch egal, ich brauche nicht immer Loot. Badoop. Entdeckt! Todesberg! Weststollen! Ach du Scheiße! Hups, ich hab gar nicht gesehen, dass die Dings kaputt ist. Mann, das ist das Ding die ganze Zeit an. Oh, meine schöne Batterie geht alle. Was ist denn da niemand? Oh oh. Okay, du sitzt doch ja an der Quelle zum Naschen, oder nicht? Na? Ach, und ich dachte schon, dass Hilfe naht. Und dann ist es nur ein Hylianer, so ein Schwächling. Tja, die Schienen sind zerbrochen und ich sitze hier fest. Aber den anderen Arbeitern fällt das nicht mal auf. Auf niemanden kann man sich verlassen. Wenn das so weitergeht, dann kann ich gar keine Schlemmersteine mehr fressen, Alter. Das hier ist das Letzte. Na mal, kannst du mir nicht helfen? Lass mich auf der Lore nach da draußen fahren. Das ist auch ganz einfach. Ich setze mich in die Lore, du schickst sie mit viel Schwung los und schon bin ich draußen. Aber ein Hylianer fehlt dafür wohl die Kraft. Allerdings kann ich auch schlecht Junoboss direkt darum bitten. Was soll ich jetzt mal machen? Zurückgelassen. Ja, wir haben noch Junobo dabei. Der hilft uns doch. Flup, flup, flup. So, Junobo, wo bist du denn? Junobo? Da ist der Junobo. Ich bin viel zu durchgekifft, Alter. Ich kann nicht, ich check gar nichts mehr. Alter, boom. Oh. Oh. Alte Ruinen gefunden. Das ist ja echt, ich soll hier jetzt mit einer Rakete nach oben fahren? Weil sind ja so Raketen. Hm. Und Löschechsen. Fluppen. So. Genobo, was ist denn hier los? Warum ist denn hier alles so viel?
Oh! Viecher im Abballer macht so einen Spaß. So, knackst. Okay, alles klar. Da wird hier schön ein Signum für mich. Ah. So, nehmen wir den Schmetterling, wo wir haben. Schmetterling. Aha, Löschflügler. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Da werde ich mit Rakete irgendwie, wenn die benutzen soll, ja, für noch Schub, ne? Um den, ja klar, um den Goron da rauszuholen. Aber kann ich den jetzt einfach da hinsetzen? Ich meine, also ich stelle die erstmal dahin. Ne, das ist ja so eine. Ach, guck mal, das ist ja so eine, die man, ja, den hat man ja früher mit Bomben angetrieben. Stimmt ja. So. Wie sieht das jetzt? Soll ich jetzt da hin? Kumpel, du musst die da schon hinsetzen. Oder hättet erst später. Ich setz mich einfach in die Lore und du schickst mit viel Schwung los, ne? Alles klar. Steig ein. Ja. Gut, ich setz mich mal rein, ne? Im Moment. Ich glaube, ich kann auch mit Yonobo einfach richtig rinballern. Wie das aussieht. Echt mit viel Schwung? Und dann fliegt er da rüber? Okay. Ja, ich würde das eigentlich kann bestimmt mit Yonobo machen. Er würde werden mit Raketen, weil die zischen ja richtig ab. Aber komm, wir probieren es mal mit ihm aus. So. So. Auf geht's! So, es liegt ja an der Familie, ne? Oder Goronen, die können ja eh nichts machen. Hat's geklappt? Ich glaube ja, der hat ja nicht mehr, weil er einfach zu geschillt war. So. Ganz schnell rüber. Ja, muss ich, aber es ist cool, dass man das ohne Yonobo machen kann. Man muss ja alles bedenken. Man könnte auch schon ohne hier, weiß ich nicht, mit Raketen oder so weit jetzt einfach hingekommen. Bams! Oh Mann, ey. Frag mich echt, wie andere Leute das Spiel, wie die so anfangen. Und wann er denn wirklich losgeht. Endlich draußen, ich bin entkommen. Das ist der Mutter, der vermisst wurde. Ach so. Da hat sich ja keiner um den gekümmert. Weil sie alle komplett dicht sind. So. Boah, nicht schlecht, wenn man bedenkt, wie dürr du aussiehst. Wie wär's mit einem Schlemmstein als Belohnung? Nee, kann ich nicht fressen. Ich nehme keine Drogen mehr. Lieber doch nicht. Schlemmsteine sind eine seltene Delikatesse. Daher kann ich mich unmöglich von einem trennen. Stattdessen gebe ich dir dieses komische Ding. Das habe ich hinten in der Höhle gefunden. So eine Energiesphäre. Hier gibt's gar keine Schlemmsteine, nur komische Fahrzeuge. Ich werde mit Yonobos reden, damit er nicht mich woanders arbeiten lässt. Anders eingeteilt hier. Scheiße hier. Jetzt sitzt er hier und frisst einfach draußen weiter. Ey, naja. So, okay, dann war das ja einfach nur das, ne? Und jetzt ist hier auch ein kleines Häkchen. Voilà. Warte, ein kleines Häkchen. An der Höhle. Genau. So, ja, dann hauen wir mal ab. Okay, dann fahren wir jetzt echt. Ja, hier ist so ein Anfang. Da fahre ich echt den Berg einmal komplett im Kreis hoch. Oh, das ist aber cool. Ja, mega mal gespannt. Komm, Yonobo. Und du musst bestimmt ganz viele Sachen, die da uns entgegenkommen, abballern. So, ja, dann sieht man ja auch schon auf der Schiene, was da wieder alles so rumliegt. Weil sie wieder nicht aufgeräumt haben. Ach, Mann, ey. So. Diese Pup. Perfekte Landung. So, haut mir da eine Batterie ran. Ich glaube schon, ja. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass man hier so lange fährt. Er sieht zwar nach einer langen Strecke aus, aber ich gucke erstmal. Dumm, dumm, dumm. Tschüss. So. Blub. Und let's go, you know, Bob. Wir trotzdem den Runner kaputt ballern. Auf geht's. Jetzt komme ich. Oh, oh. Alter, willst du es wirklich wissen? Alter, ey, ich warne dich, Moblin. Ich warne dich. Hey, was soll das denn? Oh, der hat geschossen, ey. Oh, wir hätten anscheinend auch echt hochlaufen können, ne? Oh, das ist der alte Weg, den man früher hochgelaufen ist. Oh, Fledermäuse. Boah, der riecht wie so ein Komet. Ich hätte echt noch so eine Energiezelle ranbauen sollen. So eine kleine Batterie. Die dauerhaft fährt denn. Boah, richtig abgeschossen, geil. Alter, Yonobo, wieso kannst du da so komisch fliegen? Yonobo voll der Superheld. Da kann er mal so eine Dinger benutzen, ne? Ey, cool. Ey, richtig cool. Wir sind ja doch gleich oben. Hä, so schnell sind wir jetzt eine Runde rumgefahren? Wie das immer ja nicht so wirkt. Also ich muss ein bisschen näher ran, sonst schieße ich leider daneben. Oh, was für ein Arbeitstag. Ey, Leute. Hau. Yonobo, jetzt warte doch mal. Ein bisschen twisten. Oh, so. Nein, warte. Oh, das Ding hier. Oh, du lebst da noch. Oh Gott, ey, Yonobo rastet Ufer aus und willst du richtig wissen. Bum, bum, bum. Ich hab ja noch so ein Ding hier. Was soll ich denn damit eigentlich?
Alter, Yonobo. So, kurz mal ausgemacht. Nein. Mach aus, so. Okay. Ah. Tschüss. So schön alles hier mitnehmen. Das ist für ein kleines Lager hier. Du, hoffentlich mit was Coolem wie Pfeile oder so. Boom. Ah, ja, Holzpfeile, nice. So, Bockblinhorn. Ja, alles schön aufheben. So, komm mit, Yonobo. Was ist hier? Alter, und, oh, hier ist echt so ein Felsenfilet. Alter, ihr fresset mal, Yonobo. Nee, macht ihr lieber nicht. Lieber nicht essen. So, da wartet hier echt so eine kleine komische Barrikade, damit man da schön abgebremst wird. Als kleiner Zwischenstopp. Wo ist denn jetzt das Ding hin? Wo ist der Wagen hin? Okay, ist egal. Anscheinend ist er irgendwie. Der fährt wieder zurück. Muss gewartet werden, obwohl es ja eigentlich so aussieht, als. Hm? Kann man wieder zurück? Nee. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. So, na, wupp. Ich will nur nach oben, um mal zu gucken. Tschüss! So, kann ich noch irgendwas hier? Ich habe ja so eine neue tolle Waffe. Ja, da pasten wir mal irgendwas schnell ran, ne? Ein bisschen hier. Hier sucht die dämlich, aber wieder. Tschuff. Jawohl. So, 6 plus 12. Ne, also insgesamt 12 Angriff. Ja, boop. Komm, Yonobo. Ich muss dich benutzen. Na, auf geht's. Oh, die scheiß Fledermäuse. Oh, danke. Ne, was sagt er? Guck mal, dann sammelt man die echt ein, die Dinger. Oh, oh. So, krieg auch seinen komischen Oktoballon, den will ich auch einsammeln. Da hat sie ja sogar Tentakel. Hm. Auf geht's. Wow, 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 wow. Noch etwas näher, noch etwas näher und Feuer. Oh, richtig viel abgeschossen. Aua. Hm. Und ein Double. Da sind jetzt zu zweit welche. Kannst du auch durch die durchballern? Oh, oh. Alter, dann wurde ich durchgetunnelt. Oh, ey, wie schön das aussieht, ey. Boah. Oh, oh. Ich darf jetzt nicht so viel gucken. Nicht so viel gucken. Da hinten ist ein riesengroßes Aufstiegstunnel oder ist das einfach bei den Orni? Oh, man sieht so viel, ey. Man kann es ja nicht satt sehen. Da ist der Schrein. Und aus. So, dann wird das Ding eh gleich wieder verschwunden. Ne, wenn ich jetzt im Schrein reingehe, aber ist ja nicht so schlimm. So, dann machen wir den jetzt noch. So, was steht denn hier? Hinweise für janische Arbeiter. Es wird extrem heiß. Der Kontakt mit Miasma, der roten Substanz, die aus Rissen und Bohnen austritt, ist unbedingt zu vermeiden. Wer Miasma berührt, erleidet Schaden und sollte sich sofort von der Substanz entfernen, um sich zu erholen. Es wird empfohlen, sich an der Oberfläche auszuruhen. Aha. So, ich bin genau direkt hier drunter? Wie geht das denn? Uff. So, komm, wir kommen doch nochmal hoch, denn. Ah, der sieht Domio und so die schreien. Cool. So, Yonobo, bleib mal draußen. Du wartest hier. Ey, da sind wir echt schon ganz schön. Ja, weit hochgekommen. Ich glaube, wir sind so ja oben. Da ist ja jetzt keine Schienen mehr, die irgendwo anders noch hinführen. Das heißt, ja, beim nächsten Mal, Leute, ne? Lenkende Macht. Lenkende Macht? Okay, wir haben echt so nur wieder so eine Autos. Hm. Viele Autos. Ja, überleg fast schon, soll ich mir wieder eins mitnehmen? Soll ich mir so ein Auto wieder mitnehmen? Damit irgendwie für den Fall. Ich glaube, du hast ja einfach bloß drei halt zum Testen. Du brauchst bestimmt bloß eins. Du brauchst garantiert bloß eins, aber ich will irgendwie mal so ein bisschen, hab ihn ja schon irgendwie Bammel. So, ist richtig so ein geiles Raupenfahrzeug. Hier ist keine Truhe. Gut, dann. So, ich sitz vorne. Ach, guck mal, Lubert, weil es zwei sind, fährt es ein bisschen schneller. Kann auch sein, dass es täuscht. Ach, ist alles cool. So, schon hier durchgeballert. Aha, da ist eine Kugel da hinten. So. Ja, aber guck mal, mit mehr Autos ist das doch alles viel cooler. So, warte, ich glaube, hier ist eigentlich das Ziel. Da ist die Kugel bestimmt für mich da zu holen. Und dann für die Truhe oder so. Kann ich eigentlich rückwärts? Ich kann auch rückwärts fahren. Cool. Oder macht das, der fährt das Ding alleine rückwärts? Weil ich bin noch nicht ganz so mit der Steuerung hier konform. So, lass mich raten, ich darf bestimmt nicht zu weit fahren. Wow, 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 will ich ja nicht. Ich will nur die Kugel haben. Und mal ganz kurz die befestigen. So, rückwärts fahren, rückwärts. Doch, okay, ich kann selber entscheiden, ob ich rückwärts oder vorwärts fahre. Tralalalala. Ja, rückwärts ausparken, ja. So. Ist schon mega witzig. Es ist einfach sehr witzig gemacht. Zack, so. Ab damit. Und dafür hier rein. Cool.
Das wird die Truhe aus dem Dungeon sein. Das ging ja schnell. Das könnte mir noch mehr Ausdauer holen. Mächtiger Konstruktbogen. Oh. Na, den brauche ich für den nächsten Dungeon. So, und die Truhe ist hier gefunden. Sehr schön. Ja, aber jetzt noch mit ein bisschen mehr Ausdauer. Ach, das wäre schon toll. Aber jetzt noch mal extra zurückfliegen. Obwohl, ich könnte ja. Ich glaube, das sollte ich eigentlich machen. Dann wäre ich jetzt noch mal klar, warum nicht. Haben oder nicht haben. Dann habe ich mehr Ausdauer. Dann kann ich mich gleich wieder her teleportieren. Dann kann ich hier rumfahren. Ich glaube nicht. Okay, doch ein bisschen. Oh, verdammt. Nein, ich bin runtergefallen in so ein Ding. So, jetzt gibt es anscheinend auch, hab ich gerade richtig gesehen. Man kann auch, ja natürlich, was ist, wenn man so eine Dinger, so eine lenkenden Dinger, kann ich die nicht einfach hier rufbasteln? Und dann kann ich so ein Ding steuern, während ich fliege? Boah, das ist richtig groß hier alles. Also ich kann ja schon so ein Ding steuern, indem ich, indem ich halt mein Gewicht verlagere. Ich glaube, ich muss einfach echt da hinten hinfliegen jetzt. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Mit den Autos hier, ja, das ist doch, glaube ich, bestimmt. Die stehen alle nicht umsonst hier. Hier hat man ja so eine Steuereinheit. Die hau ich jetzt einfach hier ruf. Na, warte mal, aber natürlich hier schön auf einen, der auch schön wirklich losfliegen will. Ja. Wird man echt spielerisch hier an alles rangeführt. So, anmachen. Obwohl, wir bestimmt alleine anjagen. So, jetzt geht's los. Oh, wie cool. Alter, einfach so ein Flugzeug gebaut. Oh, ich will so eine Bauteile, die sieht sich auch aus Kapseln. Ja, bestimmt. Wir sehen, ob ich schon welche hatte oder nicht. Natürlich erstmal mega einfach. Ah, ist da fantastisch. So, also Auto und Flugzeug. Das ist richtig mobil, bist du mit dem Ding. Das ist ja mega geil. Yeah. Ah, geschafft. Das macht immer wieder Spaß. Und die ganzen Überraschungen. Und man, was man alles bauen kann. Was du hier nur so ein bisschen, ist ja alles so Tutorial-mäßig, kriegst du also ein bisschen beigebracht. Na, guck mal, ja, das funktioniert so. Und es ist mir richtig gewillt, eigene Sachen auszuprobieren. Und eigene Sachen einfach mega zu konstruieren. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Und das willst du jetzt auch nochmal machen. Ich bin mich mal ganz schnell weg. Ich hoffe, Yonobo fühlt sich nicht gestört. Aber ich glaube, der ist einfach, in Handumdrehen eh wieder bei mir. Komm, der ist doch auch ein Mann, der ist ein ehemaliger Recke. Hallo, der wird auch Sonderfähigkeiten haben. Richtig tolle Sonderfähigkeiten. So, hallo Yonobo, wir müssen mal ganz kurz wieder zurück zu deinen Landsleuten. So. Jetzt guckt Yonobo. Obwohl, ey, wir haben ja gerade gesehen, Yonobo, der kann ja anscheinend fliegen. Wie erklärt man sich denn, dass der einfach da jetzt komisch wohin wegschieße? Kommt einfach wie so ein Bumerang wieder zurück. Ich hab's schon mal gesagt, Leute. Die Goronen sind einfach das heftigste Volk. Was willst du gegen die machen? Guck mal, selbst wenn die Stones sind, sind die eine richtige Gefahr. Ne? Also von daher, ich würde mich mit denen immer gut spielen, immer gut stellen. Ups, jups. So, okay. Na dann, ein weiterer Ausdauercontainer, wenn ich bitten darf. Ne? Oh, du kommst aber heute wieder oft vorbei. Hier, bitte mehr Ausdauer. Wirklich? Ja. Und dann später geht's erst wieder auf. Energie. Dankeschön. Sieht cool aus, das Ding. Flup. Und das Miasma verschwindet langsam immer mehr. Ausdauercontainer. So. Cool, noch 8 Schreine und dann bin ich erstmal zufrieden. Yeah. Gut, ich hoffe, euch hat der Pater wieder zufriedengestellt, ne? Weil das war echt schön. So, laut Karte, ich bin dann jetzt halt hier. Ja, dann fehlt ja nicht mehr viel. Dann laufe ich einfach so den Holzplanken lang oder die Metallplanken und dann bin ich anscheinend hier und dann jetzt echt rein. Ja, war aber eigentlich klar, ne? Ohne Lava und sowas. Oh, ob hier die Goronen noch ihren komischen Kletterparcours da haben? Was ist das hier eigentlich? Ach, da stimmt ja klar. Das ist ja diese komische Schädelhöhle, wo man zum ersten Mal Dings entdeckt. Oh, da kommt noch so viel. Jetzt kommt noch so viel. Hier ist Taburasa, ist hier. Da will ich auch noch irgendwann hin. Oh, das ist einfach. Es ist einfach zu viel, Leute. Einfach zu viel auf einmal. Was soll man machen? So, hat Yonobo gewartet? Ich hab ihn jetzt gleich gesehen. Hab auch nicht so viel in der Achtet, muss ich ehrlich sagen. Nee, Yonobo. Der ist doch irgendwie. Na, inzwischen mache ich ihn ja doch wieder. So, gut. Alles klar. Dann, Yonobo, wie komm ich denn da hoch? Ja, du bist da runtergekommen, musst du ein bisschen wieder hochkommst. Na, nee. Leider nicht.
Gut, das ist ein Problem für das nächste Mal, ne, für den nächsten Part. Aber Dankeschön fürs Zusehen bis hierher. Bin gespannt, was uns erwartet. Ob direkt gleich der nächste Tempel, ob das quasi schon ja, der Aufstieg war, wie bei dem Windtempel. Ja, dann wird's richtig heiß. Ciao!